Servus zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War. So, da stehen wir also in diesem Innenhof und da stehen auch noch ein paar Kollegen rum. Auch das macht mir ein bisschen Sorge, nichtsdestoweniger. Sollen wir hier, glaube ich, jetzt was lesen? Okay. Was passiert da? Lies es. Oh, das hier war mal ein Marktplatz. Die Riesen haben hier vor langer Zeit mit den Göttern Handel betrieben. Ob Odin wohl jemals hier war? Ups. Über uns! Etwas bricht durch die Mauer! Aha. Oh je, das riecht nach Ärger. Etwas bricht durch die Mauer! Noch einer. Ups, jetzt müssen wir wohl in den Nahkampf. Hilft nichts. Ups. Oh ja. Dann müssen wir uns ein bisschen Energie holen. Okay, sind alle weg. Mann. So. Ja, ist ja gut. So, gut. Sehr schön. Das heißt, sieh ich gehe. Ja. Ist eine Öffnung. Ja, das habe ich mir auch irgendwie schon gedacht, dass es da weitergeht. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas hier zu holen? Nein. Sonst noch irgendwas? Was macht eigentlich dieser Vogel dort oben? Da oben. Sieh mal. Eine Öffnung. Nee, der bringt nichts. So, er hier? Auch nicht? Nee. Gut, also dann werden wir wohl durch die Öffnung müssen. Und weiter geht's. Hörst du das? Was ist das? Wird sich zeigen. Bleib in meiner Nähe. Was ist das? Okay. Wir gehen also auf den gruseligen Gesang zu? Der ist wahrlich gruselig. Der Bub hat's erkannt. Ah ja. Oh je. Ah ja. Okay, so wird's nicht funktionieren. Jetzt, pass auf!
Ja, da hat der Kleine ein bisschen den Vorteil, glaube ich. Okay. Ich muss zugeben, ohne ihn hätte ich es jetzt nicht geschafft. Ich glaube, da war er definitiv besser dran als ich. So, ja, wir entwickeln uns langsam zu einem richtig guten Team, habe ich den Eindruck. So. Ja, aber ist auch ganz klar. Ich meine, ich mit meinen Fittichen, meine Schule. So, was müssen wir machen? Darüber springen? Warum hat dich der Mann bei unserem Haus angegriffen? Ich sagte doch, Junge, ich weiß es nicht. So. Sieh mal da oben. Nein, ich sehe jetzt erstmal hier drüben eine schöne Truhe. Man muss auch im Leben Prioritäten setzen. Weicher. Okay. So, was sehen wir hier? Wir müssen wohl wieder darauf. Aber wie? Folge mir. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier rüber müssen. Oh, und da drüben sind wieder böse Buben. Oh ja, da kam er schon. So. Okay. Wieder eine schicke Truhe und da gibt es noch was. So. Die verlangen anscheinend auch unsere Aufmerksamkeit. Nach unserer Aufmerksamkeit. Oh, da ist noch einer. Muss ein Netz sein. So, und von irgendwo schießen sie wieder auf uns, oder? Okay, nein, das müsste es gewesen sein. Junge. Jawohl. Diese Sprache habe ich schon mal gesehen. Okay. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Langsam komme ich doch, glaube ich, in den Flow. So. Hat es da hinten noch was? Hat es da hinten noch was? Nein. Okay. Hier, Junge. Noch eins. Da steht, er heißt Rungir. Mutter hat von ihm erzählt. Ein Riesenkrieger aus Stein. Sieht aus wie eine große Schlacht. Da ist Odin, Thor, sogar die Weltenschlange. Oh, Thor hat ihm den Schädel zertrümmert. Siehst du? Aber da, Rungirs Leiche fiel auf ihn drauf. Ach, Idiot. Vasen. So, da
dann denke ich, geht's jetzt hier weiter. Okay. Soweit, so gut. Yep. Nein. Hier gibt es echt viel zu sehen. Hier gibt es echt viel zu sehen? Ja. Ist da noch irgendwas? Habe ich was verpasst? Nein, wir müssen da weiter und dann nach links, wo die Truhe ist. So, hier geht's mit Sicherheit weiter. Was ist das da drüben? Runenmagie hält es verschlossen. Mhm, die drei Siegel. Mal. So, wo ist das zweite? Bestimmt hier irgendwo dahinter. Kann doch nicht so weit weg sein, oder? Nee. Wo ist das zweite Siegel? Da müssen wir später rüber. Okay. Irgendwo müsste doch noch was leuchten, oder war das schon auf dem Weg hierher? Wir gucken mal. Na. Ah ja, da hat's was. Aber da kommen wir ja noch nicht hin. Nee. Da müssen wir rüber. Okay. Und dazu müssen wir bestimmt hier wieder was tun. Okay. Du hast gesagt, dass man uns vielleicht ausrauben will. Ich töte jeden, der das versucht. Ich habe keine Angst. Wenn wir auf Menschen treffen, hältst du dich raus. Verstanden. Aber ich kann jetzt kämpfen. Du hältst dich raus, Junge. Sprech nicht mehr davon. So, das war das zweite. Und irgendwo... Da oben ist wieder dieser Vogel. Okay. So, dann schauen wir mal. Nee, da ist eine Truhe, aber von da aus können wir das Ding zerstören. So. Ja, ich weiß. Ups, falsche Taste. So. Dann schauen wir mal, was wir hier Feines bekommen. Zwei von drei Äpfeln gesammelt. Und ich glaube, es war ja so, wenn wir den dritten haben, dann kriegen wir ein bisschen mehr Lebensenergie oder ja, sowas in der Richtung. So, ich denke, hier war es das soweit. Ist ja auch schon ordentlich was gewesen. Oh, da gibt es noch ein bisschen... Brauchen wir das? Eigentlich nicht. So, dann gehen wir mal hier rüber. Und da finden wir noch eine Truhe. So. Aha. Da müssen wir vermutlich irgendwie hinkommen. Ah ja, er wieder. Ich
Noch einer? Oh, sie wieder. Sie, es oder was auch immer es ist. Hier raus hier. Was ist denn mit dem hier? Alter, der ist ja kaum zu killen. Na also, jetzt aber. Immer hinter mir. Weg hier. Kann auch nicht. Aber nicht für deine Pfeile. Feuer! Ups, mich aber auch gleich. Weg hier. Ziemlich heftig. Ja. Ziemlich heftig. Also langsam macht das richtig hier. Ja. Ist es eine Herausforderung. So. Hier haben wir noch einen Buschen. Okay, hier gibt es auch noch einen Buschen. So, da müssen wir mit Sicherheit wieder ein Tor hochziehen. Ja, da kann man noch ein bisschen aufsammeln. Das. Eine Amphore. So. Da wird es vermutlich nichts haben. Da wird es nichts haben. So, da müssen wir auf jeden Fall wieder. Ah ja. Ich glaube, wir haben etwas. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir rüberkommen auf die andere Seite. Okay. Ich glaube, so müssen wir das machen, oder? Sehr gut. Dann ist es halt one way. Okay. So, hier jetzt rüber.
Da drüben gibt's eine schöne große Truhe. All diese Toten, ist es da drin sicher? Glaubst du, hier draußen ist es sicherer? Sehr schön. Oh ja, jede Menge Tote. Und ich gehe jetzt mal fest davon aus, wenn wir da reingehen, gibt's wieder richtig Action. So. Ja, wir werden auch weitergehen, aber nicht in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge. Das war's nämlich erstmal wieder hier bei mir, God of War, auf meinem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal wieder hier bei mir auf dem Kanal. Ich sage wie immer, tschüss, ciao, cheerio.